Tja, es erinnert an das Auferstehen des Phönix aus der Asche. Das ist eine kühne Version, die der spanische Star-Architekt Santiago Calatrava für Ground Zero in New York entworfen und auch gebaut hat. Und tief unter der spektakulären Konstruktion ist dort, wo die nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 eingestürzten Zwillingstürme standen, nun auch der mit 3,8 Milliarden Dollar teuerste Bahnhof der Welt eröffnet worden. New York ist eben New York. Markus Schmidt. Dort, wo vor fast 15 Jahren die Zwillingstürme des World Trade Centers einstürzten, steht Manhattans neuestes Wahrzeichen. Eine Bahnhofshalle gebaut wie eine Kathedrale. Ein Phönix, der sich aus der Asche erhebt. Ein Adler, der seine Schwingen ausbreitet. Der Architekt, eine Berühmtheit aus Spanien. Ich sehe darin mehr eine Taube, das Symbol für den Frieden. Wir wollten den New Yorkern einen Raum geben, der groß, weiß, transparent und einladend ist. Ein bisschen peinlich, dass die freischwebende, säulenlose Stahlkonstruktion mit 4 Milliarden Dollar doppelt so teuer ausfiel wie geplant und auch die Bauzeit erheblich überzogen wurde. So peinlich, dass der Betreiber vorerst auf eine festliche Eröffnung verzichtete. Anerkannte Betriebswirte rechnen uns vor, dass wir die Kosten in 7 Jahren wieder drin haben. Wenn denn mal alles fertig wird und vermietet ist, dann sollen in diesem Stahltempel nicht nur Hunderttausende von Pendlern ein- und ausgehen, sondern auch edle Restaurants und Geschäfte zum Einkehren locken. Ground Zero. Die letzten Wunden werden geschlossen.